Yo, was geht Leute? Mein Name ist Daddy Jess. Willkommen back zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Fears to Phantom Narwhal Hitchhike. Und hier sind wir auch schon, Leute. Und zwar können wir auf Episoden gehen. Und das erste haben wir schon gespielt. Das war Home Alone. Da ging es quasi darum, dass wir alleine zu Hause waren. Da sind Sachen passiert. Nun, hier steht auch, was das Spiel ist. Und zwar Fears to Phantom ist ein psychologisches Episoden-Horrorspiel, in dem jede Episode eine Kurzgeschichte enthält, die von den Überlebenden erzählt wird. Du spielst die zweite Episode. Weitere Episoden folgen. Jede Spielzeit der zweiten Episode 40 Minuten ungefähr. Also es wird ein längeres Video. Mach dich schon mal bereit. Aber wie du sehen kannst, es geht darum, dass quasi die Personen haben ein Ereignis überlebt und haben dann etwas hingeschrieben. Sie haben daraus ein Spiel gemacht, um damit wir das erleben können. Ziemlich geil auf jeden Fall. Und das erste war zwar ziemlich geil, es war auch kostenlos und war unterhaltsam auf jeden Fall. War ein gutes Horrorspiel. Und das zweite ist halt deutlich länger und hat auch sogar Geld gekostet. Also ja, bevor wir anfangen, schau, ob du abonniert hast. Und lass doch oben da, wenn du mehr längere Videos und Horrorvideos sehen willst. Also lass uns reingehen. Und ich habe kurz gestartet, bis ich dann gemerkt habe, oh, das Spiel gibt es auch auf Deutsch. Und da habe ich natürlich auf Deutsch gespielt, logischerweise, weil ich meine, sonst müsste ich alles übersetzen und das würde viel zu lange dauern. Also, ich weiß nicht viel, aber ja, aber das Spiel schützt immer wieder ab, oh mein Gott. Das passiert, okay, es geht jetzt. Fears to Phantom Episode 2. Narwhal Hitchhike. Hitchhike ist quasi sowas, wenn man, ich glaube, irgendwo langläuft. Ich weiß nicht genau, was Hitchhike heißt, aber wir werden es sehen. Das ist mir passiert, dass es 19 war. Ich bin jetzt etwas älter als 21. Ich kann mich noch an sehr klar erinnern, weil ich mich so gefürchtet hatte. Zuerst traute ich mich nicht, die Geschichte im Internet zu erzählen. Aber vielleicht hilft es, sie zu teilen, auch wenn nur ein wenig. Okay, sehr gut. Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions liebt. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Event. Manchmal traf ich sogar ein paar meiner Online-Freunde. Meine Eltern waren nicht sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf eine Autobahn fahre. Aber ein Flugzeugticket wäre mir zu teuer gewesen. Ja, okay, aber ich meine, du musst ja irgendwie rauskommen. Richtig. Das Event, an dem ich teilgenommen hatte, lief großartig. Und nun war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, bemerkte ich jedoch, dass der Verkehr schrecklich war. Ich entschied mich, den längeren Weg zu nehmen, um den Verkehr umzufahren. Die Fahrt dauerte etwas über 12 Stunden. Wow. Okay, das ist sehr lang auf jeden Fall für eine Fahrt. Muss man wirklich sagen. Oh, damn. Okay, wer ist denn zu fahren? Okay, ich sehe dich. Okay, wir haben ein Auto auf jeden Fall. Und wir nehmen einen anderen Weg. 12 Stunden ist schon krass. Also da würde ich auf jeden Fall mit dem Flugzeug fliegen. Warte mal ganz kurz. Ich will keinen Unfall machen. Man sollte mal anhalten, wenn man schon ans Handy geht. Du musst tun, was du tun musst. Okay, warte mal. Das ist Adam Williams Discord. Wir lieben die, als ob. Mal sehen, ob ich das Auto bekomme. Ich sag dir Bescheid. Werde endlich mit Milo spazieren gehen. Okay, also ich werde jetzt... Ich werde mal langsam runterscrollen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einmal pausieren. Ich werde es auch durchlesen, wenn etwas wichtig ist. Aber jetzt nicht alles. Und die haben wir auch noch von... Oh, scheiße. Ich feiere schon, Hä? Was ist los? Warte, die Musik. Erstmal mal die Musik aus. Eine Nachtfahren ist wirklich schlimm für mich. Wieso? Was ist hier los? Warte mal. Okay, kannst du auf... What the hell? Alter, war das gruselig. Okay, wir schauen später nach, Leute. Was ist da geschehen? Alter, war das gruselig. Okay, chill. Chill einfach dein Life gerade. Wir dürfen hier wie schnell fahren? 40, glaube ich. Ist in Ordnung auf jeden Fall. Ist in Ordnung. Oh, schon wieder eine Nachricht vom Vater. Ich glaube, ich gehe ran. Ich habe aber Angst, dass ich einen Unfall mache. Wo bist du? Noch etwa 6 Stunden von der Stadt entfernt. Ich stecke im Stau. Na gut, du steckst ja momentan nicht wirklich im Stau, sondern du bist eher... Naja, du hast Umweg genommen, richtig, oder? Also, ja. Okay. Ich meine, so einen Weg würde ich gar nicht nehmen. Das ist schon ziemlich crazy. Ich ziehe das mal rein. Oh, Tank! Oh, no. Ich bemerke, dass mein Tank fast leer war, als ich die Hälfte der Strecke gefahren war, hatte. Also man sieht quasi, erzählt quasi die Geschichte. Ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Okay. Dann fahren wir mal hier lang und versuchen, noch zur Tankstelle zu kommen. Ich habe mal ein bisschen Angst, wenn mir das angezeigt wird, dieses Symbol. Dann denke ich mir so, oh, das könnte jetzt gefährlich werden. Also, okay, warte schon wieder. Ich hoffe, es fängt nicht wieder an zu hupen. Ich habe dir gesagt, dass du diesen Flug nehmen sollst. Hm, ja, ich weiß, dass du mir das gesagt hast, aber... Wie gesagt, wenn das Flugticket zu teuer war, war es zu teuer, okay? Auch wenn es mich ein bisschen wundert, weil theoretisch finde ich Autofahren, wenn man jetzt 12 Stunden fährt... Gut, es kommt davon, was für ein Auto man hat. Dann sind die Spritkosten meistens teurer. Ich habe dir... Was? Holly, es wird spät, wenn du zurück bist. Hoffentlich geht es dir gut. Ich bin übrigens anscheinend ein Mädchen, weil ich glaube, Holly ist ein Mädchenname. Ich weiß aber nicht genau, aber ich glaube, ich bin ein Mädchen. Ich meine, kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber das werden wir natürlich noch erfahren. Ich habe es schon ganz kurz gespielt, so für eine Minute, und es war Englisch. Und dann habe ich erfahren, oh, es ist doch Deutsch. Glück gehabt, dass ich es gesehen habe, weil sonst müsste ich alles übersetzen. Oh, das sieht schon gruselig aus. Oh, hier eine Tankstelle.
Geil. Okay, warte mal. Okay, jetzt werde ich... Hilfe, ich kann nicht wirklich... Ah, wieso kann ich nicht mehr so richtig lenken hier? Okay, das ist komisch. Warte, wir wollen hier... Oh, okay, hingefahren ist okay. Ich kann leider nicht zurückschauen. Aber ich kann so ein bisschen zurückfahren vielleicht. So. Genau, so tankt man, Leute. Auszusteigen. Okay, nice. So, dann haben wir es... Oh, das ist sogar alter. Ziemlich gut geparkt, würde ich sogar sagen. Ich gebe dir mal so 10 von... Wow, das ist echt 10 von 10 jetzt, ohne Scheiß. Warte, wo tankt man hier bei dem Fahrzeug? Sag mir nicht auf der Seite. Nein, okay. Keine Ahnung, wo man hier tankt bei dem Fahrzeug. Irgendwie sehe ich keinen Tank-Dings da. Bums da. Ich bin auch so eingestiegen. Das war aus Versehen, okay. So, wie funktioniert das denn jetzt mit dem Tanken? Müssen wir... Warte. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen reingehen. In diese... Norwood Gas Station. Automotive Fuel. Und da ist auch eine Person drin. Ziemlich gruselig. Hey, Sir. Oh, wie läuft Ihre Nacht? Wo müssen Sie hin? Ich frage Fremden, wo müssen Sie hin? Wieso nicht? Er schaut mich einfach an. What? Okay. Ich meine, gut, würde mich jemand fragen, wo müssen Sie hin, würde ich auch komisch reagieren. Mutter kommt jetzt. Was zum Teufel? Mama? Holly Mama? Fragezeichen. Okay, interessant. So, dann würde ich sagen, warte mal, können wir mit dem Typen labern? Hallo, Sir. Gnädige Dame, kann ich für 10 Dollar die Säule 2 haben? Säule 2, okay. Stehe ich auf der Säule 2? Ich hoffe, ja. Gehen Sie alleine zur Brücke? Ja, warum? Nicht viele Leute machen sich zu dieser Zeit des Jahres auf den Weg dorthin. Seien Sie vorsichtig. Danke, würde ich sagen. Ich mache keine Witze, gnädige Dame. Seien Sie vorsichtig. Es ist nicht sicher hier draußen. Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Und Leute, die die Vermissten gesucht haben, sind nie wieder heimgekehrt. Okay, das ist gruselig. Die Ortsansässigen sagten, dass das Norwood Valley Monster sie in Stücke gerissen und anschließend in die Bäume gehangen hat. Cool. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll, außer cool. Noch eine Sache. Wenn Sie eine Frau in einem weißen oder blauen Kleid sehen, die eine Mitfahrgelegenheit sucht, halten Sie nicht an. Fahren Sie so schnell Sie können. Warum? Manche sagen, dass sie beim Autounfall in der Nacht ihres Abschlussballs gestorben ist. Andere sagen, sie wollte Rache nehmen, nachdem sie dort vergewaltigt und getötet wurde. Nachdem, wie dem auch sei, sie will Blut sehen. Was auch immer sie tun, nehmen sie niemals, niemals unter keinen Umständen einen Tramper mit. Diese Leute auf den Straßen, die ihre Daumen ausstrecken, sind nicht das, wonach sie aussehen, gnädige Dame. Die sind nicht so. Der Typ hat mir Angst. Ich hoffe, der labert nur. Aber ich weiß, da gibt es irgendwas. Oh, das sind sogar zwei. Wow. Okay, können wir tanken? Oh, ich bin eingestiegen, oder? Oder habe ich getankt? Habe ich getankt? Oh, nice. Ich habe den Tank aufgefüllt. Okay, warte. Kannst du was? Ich weiß nicht, ob du so einen Laden findest, aber wir haben kein Hundefutter mehr. Kannst du etwas für Milo holen? Ich zahle es dir zurück. Also, eine Sache muss man sagen. Und zwar, als sie das gemacht hat, war sie 19. Und jetzt ist sie quasi 21. Was quasi bedeutet, dass sie das überlebt hat wahrscheinlich. Aber ja, wir brauchen Hundefutter. Ja gut, das ist Bier. Das gibt's halt in Geschäften. Hier haben wir, was ist das? Mangosaft oder so? Oh, hey Sir, kann ich mit dem reden? Haben Sie vom Norwood Valley Monster gehört? Hä? Egal. Okay, alles klar. So bin ich auch mal mit Menschen. Definitiv. Oh, hier ist Hundefutter. Oh, süß, geht zum Werfen. Chill. Das macht dann 5 Dollar, junge Dame, bezahlen. Alles klar, jetzt haben wir Hundefutter, was sehr schön ist. Und ja, das kriegt dann mein Hund auf jeden Fall, das steht fest. Ich meine, das hat er sich verdient, er ist ein guter Hund, okay? Ein sehr guter Hund. Okay, ich könnte es aber in den Kofferraum legen. Gute Idee, würde ich sagen. Kann ich auf das Auto drauf, das war fein. Oh, Alter, episch. Okay, ich sehe dich. Oh, okay, geh zum Werfen. So, oh nee, das sieht hässlich aus, das kann ich nicht tun. Hilfe, so hier. Okay, das müsste... Ja, perfekt. Okay, sehr schön. So, wir haben jetzt... Hat alles funktioniert mit dem... okay, der Tank ist wieder voll. Sehr schön. Also, alles hat funktioniert. Und wir können jetzt weitergehen. Okay, let's go. So, bald sind wir zu Hause, weil... Es ist sehr gruselig. Und sollten wir... Warte, ich habe ein bisschen Angst, dass jemand von da kommt. Ich sehe niemanden. Richtig? Okay. So... Perfekt, okay, sehr schön. Okay, keine Ahnung, das Lenken ist hier mit dem Auto ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ist aber in Ordnung.
Wenn du auf der Straße bist, realisierst du eine Sache. Monster existieren wirklich. Nein, das realisiere ich nicht, wenn ich auf der Straße bin. Und die andere von denen schaut aus wie du und ich. Oh, wieder meine Mutter. Warte mal kurz. Ja, ja, chill. Halt kurz an. Er ist nicht abgelaufen, oder? Was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht aber schon. Hundefutter, wie lange dauert das überhaupt zum Ablaufen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, es dauert sehr lange, bis sowas abläuft, weil es einfach Hundefutter ist und... Keine Ahnung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Oh, scheiße. Wie mache ich das Licht an? Oh, nice, Alter. Let's go. Aber ja, Hundefutter, ich weiß nicht, ob das ablaufen kann, aber würde mich mal interessieren. Also, ja, irgendwie würde mich das echt interessieren, weil ich glaube, das ist so etwas, das hält Ewigkeiten. Aber man weiß es nicht. So wie Sachen aus den Dosen halten ja auch Ewigkeiten. Ich meine, wenn der Atombombe explodiert und du im Bunker sein musst, nimmst du natürlich Dosen mit. Ich habe das Gefühl, Hundefutter ist ein bisschen so ähnlich, auch wenn ich nicht glaube, dass Hundefutter so lange aushält. Und da ist ein Auto vor mir, was aber eigentlich okay ist, weil es ist ja nur ein Auto, richtig, und es flackert sehr stark. Okay, das ist schon ziemlich crazy auf jeden Fall gerade. Er fährt ein bisschen langsam, muss ich sagen. Oh, scheiße, macht das Licht dann? Gott, man kann... auf Multitask muss man hier haben, ey, unnormal. Okay, ich will die Musik nicht anmachen wegen Copyright. Ich weiß nicht, ob ich die verwenden darf, die Musik. Deswegen finde ich es gut, dass ich eine Möglichkeit habe, die auszustellen. Diese Straße ist halt echt komisch zum Fahren irgendwie. Vor allem hier, diese Gegend sieht auch nicht geil aus. Obwohl, ich kann mir vorstellen, wenn die Sonne scheint, könnte das schon ziemlich geil aussehen hier. Also, das könnte ich mir zumindest vorstellen. Was war das? Einfach so ein Licht. Okay, hier gibt es eine Kurve. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Diese Kurven sind nicht ohne. Also, wenn man sich überschätzt, kann man schon gefährlich enden. Also, man braucht schon eine gute Einschätzung dafür, die ich glücklicherweise habe. Und nochmal eine Kurve. Okay, ich sehe dich. Ja, sowas braucht man hier aber auch, weil hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man auch gegen einen Baum fahren kann, weil einfach so viele Bäume hier sind. Und wenn man vor allem nachts müde hier fährt, dann kann das sehr schnell passieren, dass man gegen einen Baum fährt. Das kann ich euch sagen, Leute. Also, müde Autofahren ist einer der schlimmsten Sachen, die man tun kann, weil mit dieser Sekundenschlaf, der sorgt dafür, dass du auf einmal, ja, aufwachst und zu spät reagieren kannst. Das ist schon ziemlich gefährlich. Aber gut, wir sind gut dabei. Trotzdem immer noch komische Strecke, muss ich sagen. Was ist für ein... Oh, vorsichtig. Ah, hier ist die Brücke. Oh, nein. Was war... Warte mal. Ich frage mich gerade, was die Farbe des Kleides war, die er gesagt hat von der Frau. Im Endeffekt hat er gesagt, ich darf hier niemanden mitnehmen. Deswegen werde ich auch niemanden mitnehmen, aber mich hat es trotzdem interessiert. Und ja, wenn wir irgendjemanden sehen, der meine Hilfe braucht, werde ich wahrscheinlich nicht helfen. Was aber schon ziemlich assi ist, weil ganz ehrlich, wenn man jemanden sieht, der Hilfe braucht, vor allem in so einer Gegend, wo wortwörtlich niemand ist, dann, das ist schon assi, da nicht zu helfen. Aber die Frage ist, würde man da helfen oder nicht? Weil ich meine, dir wurde gesagt zum einen, hey, wenn du jemandem hilfst, kann es sein, dass du nie zurückkommst. Und wie die anderen Menschen. Aber du siehst eine Person dort. Und dann, sagen wir, eine Frau oder so. Und dann nicht zu helfen. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Alter, was? Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut, Leute. Okay, das ist schon ziemlich crazy. Aber dann nicht zu helfen, wäre schon ziemlich assi auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Wahrscheinlich trotzdem. Weil, das schon wieder. Alter, sieht das komisch aus. Ich glaube, das ist einfach nur die... Der Lichtstrahl. Schon wieder rechts. Das sieht so aus, wäre da irgendwas. Aber, Gott, ich habe echt Gänsehaut, ey. Wow. Oh, ein Hase. Was ist das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Das hört ihr. Das könnte, was war das für Geräusche, bitte? Okay, das war echt komisch, muss ich sagen. Keine Ahnung, was es genau war. Aber es flackert wieder. Wir sind jetzt schon über die Brücke gekommen, ne? Okay, anscheinend laufen hier ab und zu Hasen rum. Wäre auch ziemlich traurig, ein Hasen. Die Nacht war irgendwie sehr komisch. Oh nein. Kann ich dagegen fahren? Kann ich? Und? Ja. Ah, ich dachte, ich könnte gegen den Baumstamm umfahren, aber sie bewegten sich nicht. Oh nein, ich muss aufstehen, oder? Ich habe gerade keinen Bock, ehrlich gesagt. Okay, meinetwegen. Alles klar. Nicht die geilste Gegend. Ab dem Zeitpunkt, ich habe mir nichts dabei gedacht. Okay, verstehe. Sie waren schwer. Ich sehe schon. Ist in Ordnung. So, der eine. Und jetzt der andere. Ich frage mich überhaupt, wie... Oh mein Gott. Ich muss sagen, das ist schon gruselig. Das ist schon ziemlich gruselig. Okay, let's go. Weiterfahren. Wir fahren weiter. So. Nein. Nein. Hör auf damit. Bitte hör auf damit. Hallo? Scheiße. Das Auto wollte nicht mehr starten. Ja, das sehe ich gerade. Oh mein Gott, Leute. Oh, ich habe zu viel Gänsehaut, wenn ich sowas spiele. Das ist das Problem. Scheiße, soll ich aussteigen? Vielleicht an die Front-Dingster-Bumster gehen?
Und ich bin so mitten im Nirgendwo und lässt für mein Handy. Oh, das muss richtig schlimm sein. ADAC läuft auf jeden Fall dann nicht mehr. Ist halt ein Nachteil, wenn man kein Netz hat, ist vorbei, ne? Scheiße. Aber niemand wird mir helfen, weil alle denken werden, ich bin einer, der mitgenommen werden will. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich wohl gefühlt habe. Ja, niemand würde sich hier wohlfühlen. Vor allem ist in so einer Gegend. Ich will nicht, dass es anhört wie eine Horrorgeschichte, aber in meinem ganzen Leben wurde mir gesagt, nicht bei Fremden mitzufahren. Okay. Und du hast es getan, oder was? Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Wahl. Also ja, sie ist bei einem Fremden mitgefahren. Es hat mir Angst gemacht, darüber nachzudenken, wie lange jemand brauchen würde, um vorbeizukommen. Sehr gute Frage. Wahrscheinlich eine Zeit lang. Oh, okay. Ich meine, wir leben noch. Das ist eine gute Nachricht, würde ich sagen. 22:23 Uhr, also das ist schon ziemlich spät. Auch eine komische Zahl irgendwie, 22:23 Uhr. Natürlich wäre noch crazy, 22:22 Uhr, aber ja. Okay, jemand hier? Immer noch nicht jemand da, okay. Ich habe ein Auto näher kommen sehen. Oh, da ist wirklich eins. Hallo? Oh, ich... Ja, ja, sehr gut, chill. Oh mein Gott, es fällt einfach an mir vorbei. Seht ihr, dass das zu machen ist schon crazy, muss ich sagen. Pures Böse. Ich konnte nicht verstehen, wie jemand einen anderen Menschen gestrandet lassen kann. Ist schon crazy, muss ich sagen, aber wahrscheinlich hat der Typ an der Tankstelle ihm dasselbe erzählt. Und der dachte sich so, alles gleich, euch Bescheid. Okay, müssen wir, oh, okay, nice. Jetzt bin ich gespannt. 43, also gar nicht so viel Zeit ist vergangen, 20 Minuten. Das ist eigentlich ein ganz guter Durchschnitt, 20 Minuten für das nächste Auto in so einer Gegend. Ist schon nicht schlecht. Manchmal bin ich selbst verwundert, wenn ich dann gegen den fahre, wo ich denke, niemand ist da. Dann bin ich verwundert, dass tatsächlich da Autos sind. Also irgendwie fahren überall Autos lang. Ziemlich crazy. Okay. Oh, da hinten ist einer. Mal gucken, ob er stehen bleibt. Anscheinend ja, weil anscheinend ist sie ja mit jemandem gefahren. Sie erzählt dir die Geschichte hier. Und, oh, hält er an? Oh, wow. Oh mein Gott. Soll ich da hin? Ich glaube ja. Okay, das werden wir tun, Leute. Weil wieso denn auch nicht? Ich bin ja komplett lebensmüde. Okay, Buddy. Kannst du mich mitnehmen? Hi. Du bist das Mädchen von der Tankstelle. Vielen Dank fürs Anhalten. Was willst du hier draußen tun? Ich glaube, dass mein Wagen gerade den Geist aufgegeben hat. Ich kann keine Hilfe rufen, hier ist kein Empfang. Kann ich mitfahren? Wohin fährst du? Nur die Straße hoch. Steig ein. Hab vielen Dank, konntest du warten, bis ich mein Zeug abgeholt habe. Beeil dich. Schmeiß es einfach nach hinten. Ich werde nicht lange hier sein. Okay. Also wir sollen es wahrscheinlich... Okay, ich sehe schon. Okay, wir haben ja alles im Kofferraum stecken gelassen. So, beeilen wir uns mal. Sehr schön. So. Er hat nur zwei Hände. Ja, okay, schade. So, das Hundefutter natürlich. Vielleicht steht da sogar, wie, ob das abgelaufen ist oder nicht. Auch wenn ich wirklich glaube, das Zeug hält lange. Aber gut, die Mutter wird es wahrscheinlich besser wissen. Wieso hält es bei mir nicht eigentlich? Ich meine, ich kann mir vorstellen, er will hier nicht aussteigen. Aber... Ich meine, es ist nett von ihm, dass er mir trotzdem hilft. Ne, das ist echt cool. Respektiere ich auf jeden Fall. Okay, ich bin nicht so schnell im Laufen gerade. So, die nächsten Sachen, Koffer. Ah, scheiße. Okay, warte, so, nice. Okay, sehr schön. Perfekt, okay, jetzt noch zwei Sachen. Das sollten wir hinbekommen, Leute. Naja, mein Auto. Ich hoffe, das findet so niemand. So, keine Mütze und... das hier. So können wir... Nein, das geht leider nicht. Schade. Das wäre natürlich cool gewesen, aber ist leider nicht der Fall. So, dann würde ich sagen, wir werden die Sachen einfach mal da hinlegen jetzt. Und zwar so. Perfekt. Und dann würde ich sagen, soll ich dir Bescheid sagen oder wie? Du musst dich beeilen. Ich bin fertig. Ich hab mir fertig. Na, endlich. Spring rein. Beeil dich. Okay, soon, ne? Ja. Sieht gut aus. Hoffe, das Skateboard fliegt nicht raus. Anscheinend bin ich eine Skateboarderin. Ziemlich episch. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, er sieht schon so aus, als würde er mich im Keller einsperren. Ich wollte nur sagen, er sieht schon so aus. Aber ob er so ist, weiß ich halt nicht, das werden wir erfahren. Okay, Stille. Es ist wichtig, dass man sich wenigstens mit einem fremden Anfang unterhält, genau. Du willst mir also nicht sagen, wer du bist oder wo du hin möchtest. Ich wohne nicht weit von hier weg. Ich bin nach Hause gefahren. Und das Stück Schrott bei mir ist kaputt gegangen. Jason, was? Ich heiße Jason. Ich bin Holly. Okay, ich meine, er hat mir seinen Namen gesagt. Und dann, sage ich ihm auch meinen Namen. Aber ich hoffe, er führt mich so nach Hause. Anscheinend wohnen wir nicht vor weit von hier entfernt, was interessant ist. Du hast wirklich Glück, dass ich heute Nacht in dieser Seite der Stadt sein musste.
Ich muss schon sagen, du bist eine mutige junge Frau. Was soll das heißen? Hast du irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto da hinten passiert ist? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Könnte die Batterie sein, aber ich weiß es nicht. Ist mir noch nie so kaputt gegangen. Es gehört meinem Vater, es ist ziemlich alt. Ich meine, sowas kann passieren, theoretisch mit dem Auto. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber sollte vielleicht nicht, aber es ist halt ein altes Auto, also kann es natürlich passieren. Mit neuen Autos passiert das ja weniger, obwohl natürlich auch was passieren kann. Also was denkst du über das, was dir damals an der Tankstelle gesagt hat? Er hat mir wirklich Angst gemacht. Interessant. Ja, hat er. Der Idiot erzählt das jedem hier, der hierher reist. Ja, okay, wenn das jedem erzählt, dann entweder das, was war das dann oder auch nicht. Ich meine, der Typ lebt ja anscheinend noch, es sei denn, er ist einer der gefährlichen Typen hier. Also ist es wahr. Was, das Monster? Ich selbst habe es noch nie gesehen, aber da sind... Ja, da sind ein paar Dinge. Und ich befürchte, das Kaputtgehen deines Autos könnte eins von ihnen sein. Hör zu, ich möchte nicht, wie dieser Idiot klingt, aber merk dir das. Wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gestört. Wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gestört. Merken wir es mal. Wenn du sie nicht störst, wirst du auch nicht gestört. Oh. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich glaube, das kriege ich hin. Also, es tut mir leid, dass ich mich vorhin wie ein Trottel gegenüber verhalten habe. Ich habe es nicht so mit Menschen. Ist okay. Ich merke das schon, dass du absolut beschissen mit Menschen bist. Ist okay. Aber lass nicht an mir aus, okay? Wir sollten dankbar sein, dass er uns mitnimmt. Ich meine, die andere Person ist einfach an uns vorbeigefahren, was ziemlich assi war auf jeden Fall. Aber die Person nimmt uns immerhin mit, also... Wir können uns da nicht beschweren, okay? Also, ich wollte nur sagen... 0:08. Oh, damn. Schon 0 Uhr. Nachdem wir kurz gesprochen hatten, ließ er mich bei einem Hotel aussteigen. Anscheinend hatten sie Pannenhilfe angeboten. Aber ich dachte mir, dass ich auch gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig dort draußen, sind alle Arten von Menschen... sagte er in ernsthaftem Ton, bevor er ging. Okay, aber er hat gesagt, wenn ich sie nicht störe, stören sie mich auch nicht. Okay. Bye, danke fürs Mitnehmen. Cooler Typ auf jeden Fall. So, das ist ein Motel. Motel ist ein bisschen was anderes, das ist Hotel. Der Mann hat einen gruseligsten Vibes vorstellbar verbreitet. Ich weiß nicht, welcher er meint, aber ich glaube, sie meint den hier. Roadway Inn. Roadway Inn. Klingt aber ziemlich cool. Oh Gott, was für ein gruseliges Bild. Alter, wie sollte man sowas hier stehen? Na gut, vielleicht war es seine Tochter, aber... Hätte sie nicht ein besseres Bild machen können? Hill, brauchst du ein Zimmer für die Nacht? Na, Mädel. Ich verwechsel immer das M mit dem H. Wie viel kostet denn ein Zimmer? $40 für ein Einzelzimmer. Das ist eigentlich okay für eine Nacht, würde ich sagen, ist in Ordnung. Nur Bargeld. Okay, wir bezahlen das, weil ich würde sagen, das ist ganz okay. Theoretisch. Raum Nummer 9 direkt hier drüben. Ribas Auto 90. Tommy wird sich beim Laufe deines nächsten Morgens darum kümmern. Bezahlen wir ebenfalls. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Gut, ich werde Tommy Bescheid geben. Und noch eine letzte Sache. Versuch, die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren. Okay, alles klar. Werde ich natürlich nicht tun. Alter, schon wieder dieses... Wollt ihr mich... Junge, was ist... Wieso hat er diese ganzen komischen Bilder hier? So manche Bilder, ich verstehe nicht, wieso Leute das überhaupt haben. Okay, Nummer 9. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist die... Naja, Nummer... Ah, da ist sogar eine 9 drauf. Ich könnte mich nicht einfach in den Raum gehen. Okay, Nummer 9, Nummer 1, Nummer 2. Dann ist das 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das müsste 9 sein, theoretisch. Und hier ist auch ein Auto, das ist aber nicht meins. Meins steht immer noch in der... Meine Mutter schreibt mir. Oh, mein Nachricht an meinen Vater ist nicht hergekommen. Vielleicht muss ich heute Nacht im Hotel übernachten. Das haben wir ihm geschickt. Ist aber nicht angekommen. So, Adrian Williams schreibt, Bruder, wo bist du? Dein Vater ruft mich an. Warte mal, Aiden nennt mich Bruder. Okay. Ich bin aber ein Mädchen. Komisch. Holly fragt. Wieso fragt sie eigentlich immer Holly? Also zu fragen, was sie will. Ich schreibe immer Holly am Anfang. So, frag doch einfach. So, voll merkwürdig. Genauso wie Leute, die sagen, hey, kann ich dich was fragen? Drinnen ist es schön warm. Oh, hier gibt es keine Matratze. Außer Geruch, eine Art Moosgeräusch. Oh. What? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Das ist komisch. Oh, wow. Oh, okay. Wow.
Wer bist du? Was machst du hier? Du hast mir echt Angst eingejagt. Hä, wer bist du? Ich bin Tommy vom Zimmerservice hier beim Roadway Hotel, dem schönsten Zwischenstopp in Norwood. Du weißt schon, Sachen geputzt. Der Typ am Empfang hat mir dieses Zimmer gegeben. Hä. Ich muss dich darum bitten, rauszugehen, während ich das Zimmer mache. Ich nehme nur meine Sachen. Okay. Oh mein Gott, da stand er einfach hier. Was ist eigentlich das hier? Ich kann mich verstecken. Oh, mein Mikrofon. Das Spiel erfasst mein Mikrofon, wenn ich mich hier verstecke. Das heißt, wenn wir uns verstecken sollten und hier irgendwas sein wird, dann müssen wir auf jeden Fall die Schnauze halten. Dann müssen wir sehr ruhig sein, auf jeden Fall. Das steht fest, ansonsten haben wir dieses Problem. Okay, ich soll meine Sachen holen, werden wir tun. Junge, dieser Typ stand da einfach aus dem Nix, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Okay. Da sind meine Sachen. Wir haben jetzt sechs Sachen. Das heißt, wir müssen dreimal rennen. Sollte in Ordnung sein, würde ich sagen. Also, let's go. So. Let's go. Das Hundefutter natürlich, logischerweise, ne? Das darf nicht fehlen. Ich will einfach irgendwo alles hinschmeißen. Ist doch egal. Oh, das Bett wurde gemacht. Danke. So, wo packen wir das denn hin alles? Hier vielleicht? Ja, ist ein guter Ort, würde ich sagen. So. Ich habe mit Joe über die ganze Situation gesprochen. Was ist falsch mit diesen Leuten? Gnade. Aber mach dir keine Sorgen. Hier ist es sicher. Ich hole dein Auto. Und das Telefon des Zimmers funktioniert nicht. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach. Wir haben versucht, es zu reparieren. Aber wir haben derzeit nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. Hehehe. Aber eine gute Nacht wünsche ich dir. Okay, ein Telefon ist aber schon relativ wichtig. Ich frage mich, was das eigentlich ist, wenn man so ein Mitarbeiter von so einem Hotel ist. Da muss man wirklich gefühlt Tag und Nacht wach bleiben, weil... Naja, die Leute haben halt immer irgendwas, ne, logischerweise. Oder man macht das zu zweit oder zu dritt oder so. Ich meine, ich sehe jetzt, die arbeiten zu zweit. Vielleicht haben sie noch mehr Leute, die hier arbeiten. Aber theoretisch, wenn, sagen wir zum Beispiel... Naja, du hast irgendwie um 3 Uhr morgens... Brauchst du irgendwas, ne, oder irgendwas stimmt nicht. Dann brauchst du ja auch Hilfe. Im Hotel ist ja auch möglich, quasi um jede Uhrzeit. Weil da ist ja immer geöffnet, sozusagen. Ich glaube, ja, in den meisten Hotels kannst du 24/7 Hilfe holen. Genau, einfach alles hinwerfen. Oh, wir können gar nicht sprinten. Alter, okay. Oh, er fährt jetzt und repariert meinen Wagen. Warte mal. Stimmt, das war in diese Richtung, weil wir kamen ja von... Er ist ja nach da gefahren, als er mich hierher gelassen hat. Das heißt, wir kamen von dieser Richtung. Macht Sinn, also, dass da auch mein Auto ist, würde ich sagen. Aber okay, wir haben noch hier die Cappy, die rumfliegt und meine Tasche. Ich sehe dich. Hm, alles klar, Motel. Schon ziemlich cool. Ich glaube, ich habe noch nie im Hotel übernachtet. Aber hat irgendwie was, finde ich. Aber ich finde Hotels irgendwie ein bisschen cooler, muss ich sagen. Obwohl nicht cooler, aber ich glaube, ich würde eher Hotels bevorzugen. So, perfekt. Alter, das ist schon wieder das Bild. Ihr wollt mich auf den... Okay, das ist gruselig. Wird das irgendeine Person, die hier gestorben ist oder sowas? Irgend so eine Geschichte? Okay, ein Hotel. Ich meine, ein Klo, keine Ahnung. Genau, das ist ein Hotel, Leute. Genau das hier. Okay. Ich würde sagen, wir legen uns schlafen, weil... Ja, es wird Schlafenzeit, ne? Puh. Okay. Ich würde das komplett zumachen, bin ich ganz ehrlich. Was? Oh! Innen ist voraussichtlich an diesem Ort, aber sehr abwegig. Okay. Ich hatte wohl das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich habe Gänsehaut. Ja, das habe ich auch das Gefühl, ehrlich gesagt. Das Gefühl der Müdigkeit wurde von Angst überwältigt. Hä? Was ist hier los? Eine heiße Tafel könnte mir helfen, dachte ich. Alter, du willst schlafen gehen. Wie kann dir eine heiße Tafel helfen? Das verstehe ich halt nicht, ehrlich gesagt. Also, ja. Da habe ich keine Ahnung von. Okay, ich habe zwei Stellen gesehen, wo wir vielleicht heißen Kaffee bekommen könnten. Die eine ist dort hinten. Da ist so ein Ding. Und dann da ist auch etwas. Ansonsten, ja, das habe ich einfach gesehen. Also, Roadway Inn Motel. Ich weiß nicht, wieso ich immer Hotel sage. Warte, da ist jemand drinnen, ne? Seht ihr, bei denen kann man nicht reinschauen. So, die haben schlau gemacht. Bei mir kann man reinschauen. Irgendwie ist es komplett dämlich. Keine Ahnung, was für ein Zimmer ich bekommen habe. Aber, ja, es ist halt dumm, um diese Uhrzeit Kaffee überhaupt zu trinken. Also, Premium-Kaffee. Wow. Espresso, Cappuccino, French Vanilla. Also, es gibt nur zwei. Espresso oder Cappuccino? Tja, gute Frage. Ich meine, irgendwie sieht der Cappuccino... Ja, komm, irgendwie nehme ich den Espresso aber lieber. Cappuccino ist wieder zu zuckrig, ehrlich gesagt. Da habe ich nicht so Lust drauf. Also, ja, nehmen wir mal das hier. So, sehr schön. Und vielen Dank. Verbrauchen. Ich würde es eher trinken nennen oder benutzen. Aber gut.
Spiele sind nie perfekt übersetzt. Was ist los? Hallo? Was ist los? Wow! Hilfe? Was ist los? Ich kann nicht zurückgehen, weil wenn ich zurückgehe, gehe ich nach vorne. Wenn ich nach links gehe, gehe ich nach rechts. Wenn ich da oben gucke, schaue ich da unten. Warte, da war das Auto, ne? Also war da mein Zimmer, glaube ich. Oh, mein Vater. Ja, geil. Was zum Teufel geschieht hier gerade? Okay, warte mal. Ich glaube, ja, hier ist die Tür offen. Warte, ich mache aber die Tür zu. Oh mein Gott, ich will die Tür zumachen, bevor ich schlafen gehe. So. Nice. Leg dich schlafen. Oh mein Gott. Junge, war das komisch. Halt, wurde nicht alles, was ich gemacht habe, war entgegengesetzt. Also, ist nicht so geil. Ich glaube, irgendwas war im Espresso drin. Oder der war abgelaufen. Das glaube ich nämlich erst, das Hundefutter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, was jetzt? 3:18 Uhr, okay. Ziemlich spät auf jeden Fall. Ich war beruhigt. Wie konntest du überhaupt schlafen mit dem Kaffee? Und was passiert überhaupt? Okay. Oh, was? Was passiert? Ist jemand in den Schrank gegangen? Oh mein Gott. Ist jemand in den Schrank gegangen? Ich glaube ja. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe da nicht rein. Ich sag's euch schon mal, ich gehe da nicht rein. Hä? Okay. Was sollen wir tun? Ich glaube, ich gehe einfach raus. Ja, der Typ ist da drinne. Ich fühle mich unsicher rauszugehen. Ja, unsicher. Warte, ist da jemand? Ja, hallo, jemand ist hier drinne. Ja, nee, da ist jemand drin, hundertprozentig. Also ich kann es euch nicht anders sagen. Oh mein Gott. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe da nicht rein, ich sag's euch schon mal. Ist das an... Ey, das ist anders irgendwie. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe da nicht rein, ich sag's euch. Ich trau mich das nicht. Nein, ich tu das nicht. Oder ich muss. Was ist los? Ich hab von links auch was gehört. Oh. Ich kann es aber einschalten. Will sie nicht schlafen langsam? Warte, ich habe das Gefühl, ihr klopft die ganze Zeit. Superman läuft, okay. Interessant, ja. Warte, jemand klopft die ganze Zeit. Ja, ja, ich mache auf. Öffne die Tür. Wer ist da? So auf Empfang hier. Öffne die Tür. Öffne die Tür. Habe ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du niemanden wecken sollst? Ich habe Beschwerden. Was machst du für diese ganzen Geräusche? Was auch immer, sorgen sie nur dafür, dass es nicht so laut ist. Ist das der Grund, weshalb deine Augen rot sind? Liege auf der Maschine erwähnen. Jetzt kommt's. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wir haben hier keine Kaffeemaschine. Sie ist gleich so drüben. Okay, okay. Ich habe genug von euch verrückten Idioten. Ich dachte, wir hätten wenigstens einmal nüchterne Gäste. Aber ich schätze, ich bin hier der Verrückte. Folge mir. Ich hasse meinen Job. Führe Joe. Oh mein Gott, wie, es gibt keine Kaffeemaschine. Komm her, ich zeig sie dir. Ich zeig sie dir, du Arschloch. Ich zeig sie dir. Sie ist gleich da hinten. Das ist richtig, ich habe sie dort gesehen. Ich habe mir Kaffee geholt und der hat mich auf Drogen versetzt, weil er abgelaufen war. Okay, ich zeig sie dir. Dort hinten. Okay, aber die da hinten ist doch da. Oh, warte mal. Kannst du mal schneller kommen? Sie ist nicht mehr da. Wieso ist das offen? What? Die Kaffeemaschine ist weg. Aber sie war doch an dem Ort. Wo ist sie denn jetzt? Hier. Geh zurück zum Zimmer. Ich schwöre bei Gott, dass sie genau hier war. Ich sagte, du solltest gehen jetzt. Wieso ist er so angepisst? Ich bin ein Kunde. Hörst du mir nicht zu? Ich sagte, geh zurück ins Zimmer und bleib dort. Siehe auf den Tisch beim Fernseher nach. Was? Ich meine, ich bin Kunde. Alter Schwede. Sind die alle so beim Hotel? Ich habe keine Ahnung, aber es ist schon ziemlich gruselig.
Und ich bin mir sicher, jemand ist in dem Schrank. Ich sag's euch. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Oh mein Gott. Vor allem, das Spiel hat irgendwie so eine Art realistische Grafik. Also, es ist ganz, ganz komisch. Okay. Auf dem Tisch? Was? Was? Ich schlafe jetzt, oder? Kann ich schlafen? Ich verstehe immer nicht, wieso man da durchgucken kann. Okay, anscheinend nicht. Ich soll auf irgendeinem Tisch nachschauen. Aber ich kann so nicht schlafen, okay? Also das wird nicht funktionieren. Okay, lass mal hier nachsehen. Tisch, hier ist gar nichts. Oh, der Schrank. Hier sind Medikamente drin, ne? So wie es aussieht. Hier ist das Hundefutter. Okay. Ich glaube, ich soll mich verstecken, oder? Kann ich mich verstecken? Psst. Ich muss ganz leise sein, Leute. Weil wenn er mich hört, haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, wer er ist, aber... Niemand da. Ich scheine niemand da zu sein. Was soll ich denn jetzt tun? Alter Schwede, das Teil hört immer Mikrofon ab. Ist doch nicht mehr normal. Aber ich kann jetzt auch nicht schlafen, ne? Nee, sie will nicht schlafen. Ganz komisch gerade. Und das geht auf. Was soll ich tun? Ich weiß halt nicht, was ich tun sollte. Oh, vorsichtig. Vielleicht sollten wir das nicht tun, sonst bekommen wir Ärger. Hm, ich weiß halt nicht, okay, was ich überlege, was ich tun soll. Also, das ist ganz komisch. Meine Tür ist auf jeden Fall noch offen, das bedeutet, ich kann nur noch rausgehen. Und auf dem Tisch nachsehen. Vielleicht soll ich sogar zur Theke gehen, das könnte natürlich sein. Okay, ja, aber hier ist gerade nichts leider. Also da kann ich leider nicht viel machen. Gehen wir mal nach da. Mein Auto wurde leider immer nicht repariert, aber ich glaube, ab dem Moment würde ich sogar gehen. Oder man könnte auch im Auto schlafen, theoretisch. Das ist auch, kann ziemlich gemütlich sein, sogar im Auto zu schlafen. Aber okay, ich weiß gerade nicht, wo Joe ist, aber... Oder das Auto... Den lässt es einfach mal an. Ich will aber nicht hingehen. Wie gesagt, ich bin nicht lebensmüde. Okay, er hat was mit dem Tisch erzählt, aber... Ich habe ihm nicht zugehört. Wir müssen jetzt zum Auto? Niemals. Ich probiere es mal, Leute. Weil ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Okay, und? Was ist denn da? Ich weiß nicht, ob ich da hin soll. Ach, das sind zwei Lichter. Achso, das ist kein Auto. Alter! Alter! Dachte die... Ich habe gerade Gänsehaut. Dachte die ja doch, das wäre ein Auto? Ich dachte hundertprozentig, das wäre ein Auto. Zieh's mal rein! Alter, das ist gruselig. Okay, warte mal. Ich guck mal kurz, ob der Typ da noch steht. Ich meine, das Auto hier, der Kofferraum ist ja offen. Okay, das ist gerade sehr merkwürdig. Ist hier irgendwas drin? Sieht nicht danach aus, ne? Nee. Und der Typ ist halt auch nicht mehr da. Aber ja, das ist halt der Nachteil am Hotel, und zwar man hört halt sehr viele Sachen. Zum Beispiel, wenn du den TV anmachst dort, dann hört das gefühlt jeder. In Hotels ist es oft so, dass die Räume gefühlt dicker sind. Und ja. Und Hotels sind auch meistens teurer. Okay, dann müssen wir doch hier rein. Vielleicht sollen wir die Tür zum... Ja, das habe ich ja schon getan, ne? Ja, keine Ahnung, Leute, ich weiß es wirklich nicht gerade. Ich bin ein bisschen stuck, muss ich sagen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, stuck zu sein, aber ist halt einfach so. Telefon funktioniert halt auch nicht und... Hm, okay, warte mal. Vielleicht kann ich... Nee, oh. Ernsthaft? Braucht Wasser. Das soll kein Problem sein. Ich wette, jetzt müssen wir uns im Schrank verstecken. Ich wette mit euch. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich mach's zur Sicherheit einfach mal. Wie viel Wasser benutzt du für deine Tabletten? Anscheinend sehr viel. Ich verstecke mich. Warte kurz, Leute. Hier ist nichts, ne? Okay, alles gut. Wir können wieder rausgehen. So, jetzt aber schlafen, oder? Also ich weiß schon, der Schrank muss ja für irgendwas sein, ne? Muss ja theoretisch. Okay, wann wachen wir auf? Das ist die Frage. Mit Tabletten werden wir auf jeden Fall... Warte, wird es dunkler? Hallo? Hä? Wird es... Okay, der Fernseher geht nicht an. Aber es wird auch nicht dunkler. Sie sagt, es ist dunkler. Also quasi so ein Zeichen davon, dass wir... Warte mal.
Hat er ein Bild von mir gemacht? Das hat er nicht getan, oder? Er hat ein Bild von mir gemacht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Psst. Psst, psst, psst. Ich bin jetzt ruhig. Ich bin jetzt ruhig, Leute. Ich bewege mich nicht. Ich darf nicht reden, weil sonst haben wir die Arschkarte. Soll ich rausgehen nochmal? Ich bleib noch kurz hier, okay? Ich bleib noch kurz hier drin. Okay, ich geh raus. Da ist jemand drin, da ist jemand auf jeden Fall. Oh. Ja, öffne die Tür, genau, wer ist da? Bitte öffne die Tür, ich bräuchte deine Hilfe. Was willst du? Bitte, ich brauche Hilfe, bitte öffne die Tür. Tu nix. Ich hab echt Schiss. Ich weiß, dass du da drin bist. Oh mein Gott. Ich meine, natürlich weißt du das. Was passiert jetzt? Kommt er rein? Ich bin mir nicht sicher, wann er rein... Er macht die Tür kaputt. Ich hab so Angst zu reden. Ja, er klopft die ganze Zeit. Er macht 100%ig jetzt die Tür kaputt. Psst. Aber ich hab Angst, dahin zu gehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich warte noch kurz, um sicher zu gehen. Ich warte noch kurz. Er klopft die ganze Zeit. Soll ich da hingehen? Okay, ich zähle von 10 runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay. Er kommt anscheinend so nicht rein. Bitte geh. Ich will nur mit dir reden. Ich schwöre, dass ich kein Polizist bin. Wieso? Polizist doch egal. Bitte geh und ich werde die Polizei rufen. Hübsche Lady, komm schon. Oh, scheiße. Jetzt muss ich ruhig sein. Oh, wow. Ach, du Kacke. Bis heute finde ich es komisch, dass der Manager die Polizei nicht verständigen wollte, weil diese dem Ruf des Motels schaden würde. Ich glaube, dass die Stadt zu einem Kultur- oder Drogenring oder so etwas noch Schlimmerem gehört. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Tommy mit seinem Auto angekommen. Ich bin dann nie wieder auf eine lange Autofahrt gegangen. Ich bin danach nur noch mit dem Flugzeug geflogen. Wow, war das gruselig. Oh, damn. Wow, das war echt ein geiles Spiel. Ich meine, das hat nur 2 Euro gekostet, hat sich echt gelohnt. Aber Leute, und zwar, die machen noch mehr davon. Wenn ihr wollt, dass ich sie auch noch bringe, lasst nach oben da. Abonnieren kostet das, falls du abonniert hast. Aktiviere die Glocke, falls du nicht abonniert hast. Aktiviere die Glocke, falls du schon abonniert hast. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.